Hilfe. Halle, nichts wie raus hier. Weg, 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 weg. Oh Gott. Au. Au. Ich treffe mich die ganze Zeit immer selber mit. Au. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich brauche mehr Leben. Ich brauche definitiv mehr Leben. Was haben wir da? Wunderbar. Eine kleine Halogenlampe oder sowas. Keine Ahnung, was das darstellen sollte. Und auf Alex schießen die gar nicht. Die schießen nur auf mich. Aua, aua, aua. Scheiße, ich habe nur 68 Leben. Alex, lauf doch nicht in meine Schusslinie. Drei auf... Ja, wunderbar. Achso, wir haben sie schon alle... Ja, das ging flott. Das ging flott, Kompott. Das hatte ich doch etwas schwieriger in Erinnerung gehabt. Na, erstmal hier im Keller noch alles untersuchen. Ich kann so viel sagen, das letzte Mal haben drei Stück mich hier unten im Keller, in Beschlag genommen. Und das war noch nicht mal ansatzweise so lustig, wie es sich anhört. So, hier draußen nochmal speichern. Nein, ich speichere natürlich da, wo ich direkt wieder angeschossen werde. Wo denn? Von wo aus? Hallo? Ach, von da! Ja, erstmal rausfinden, von wo aus hier auf einen schießen. Ich hab's nämlich nicht gesehen. So, wir müssen natürlich jetzt das Kraftfeld ausschalten. Oh, das habe ich beim letzten Mal auch nicht entdeckt. Das ist schön. Das ist doch wunderbar, dass wir hier sowas Nettes nochmal zu Gesicht bekommen, dass wir hier uns 100-100 voll machen können. Ne, der Kampf war ja auch nett genug. So, Strom. Ja, es wäre wahrscheinlich sinnvoll, wenn wir den Strom folgen würden. Suchen wir die Stromversorgung für dieses Kraftfeld. Ja, danke, Alex, dass du dasselbe sagst wie ich. Es ist wieder wunderbar mit dir. Also, du bist mir echt eine Hilfe heute. Das ist unglaublich. Naja, ich kann es dir auch verzeihen. Ich kann es dir verzeihen. Du versuchst ja dein Bestes. So, nochmal zwischenspeichern kurz. Wir waren im The White Forest Inn. Ja, schöne Anspielung auf den Namen, wo wir hier überhaupt auch sind. Und ich meine mich noch erinnern zu können, dass das hier jetzt richtig lustig ist. Ja, genau. Denn hier ist das Unglaubliche möglich. Alex kann sterben. Und das ist mir hier auch passiert. Die hat sich einfach abballern lassen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geh weg. Alex, pass doch auf dich auf, Mensch. So, haben wir den erledigt. Was wird überflutet? Ich werde nicht überflutet, aber danke der Nachfrage. So, hier schnell alles beiseite räumen, bevor es mir wieder um die Ohren fliegt. Was ja nichts Neues wäre. Oh, den Sprung habe ich sogar direkt geschafft. Sehr schön. Na toll, brauche ich noch nicht. Den ganzen Mist, der da drin ist. Kann das sein, dass sie die Sprungphysik ein bisschen verändert haben? Der springt irgendwie weiter, habe ich das Gefühl. Nein, 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 nein. Okay. Gerade hatte ich gedacht, Alex hätte mich weggeschoben, aber dem war nicht so. Nein! Ich höre euch doch schon. Scheiß Selbstschussgeräte. Wo seid ihr? Deaktiviere den Turmgurten. Ja, mache ich. Klar, sofort. Auf der Stelle. So natürlich nicht. Ach, Moment. Ich kann ja einfach so dadurch schmeißen. Ja, es muss einem nur wieder in den Sinn kommen. Das ist die Stromquelle für den Schild. Ja, dann mach doch mal aus. Schön gesichert. Mach mal aus hier, ihr Schild. Ja, wäre sehr nett, wenn du das jetzt so langsam auch mal tun würdest. Ach, ist doch nicht schlimm, mach auf. Komm schon, wir haben es eilig. Wir müssen weiterhin nach White Forest. Aber eine Glasflasche. Oh, das kann ich. Na klar. Ja, wunderbar, ich kriege den Untertitel, aber sie labert nicht mit mir. Und tschüss, ja, und tschüss, okay, ciao, ja, ich, das war's dann jetzt, ich muss da in den Reaktor rein. Und ich höre hier irgendwelche quietschenden Geräusche. Ja, nehme ich erstmal die Pistole in der Hand. Denn die hatte ich beim letzten Mal auch nicht, diese quietschenden Geräusche. Na, hallo, wer bist du denn? Steckt sich hier oben drauf so ein einzelner kleiner Heatcrab. Ich glaube, es hackt, ey. Wenn das überhaupt ein Heatcrab war, das war wahrscheinlich die größere Version hier, dieser böse Heatcrab. Oder keine Ahnung, wie man ihn nennen soll. So, unter mir befindet sich der Reaktor. Oh, den kann ich nicht kaputt machen. Ich hab's schon wieder gehört.
irgendwo. Keine Ahnung, aber hierdurch kann ich hier rein. Ah, ist er hier drin? Nein. Yay, ich kann mir den Weg freimachen, aufmachen. Wow! Wow, 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 wow. Okay, ist ziemlich offensichtlich, was ich zu tun habe. So, damit dürfte der Reaktor nicht mehr funktionieren. So, die Energiekugel ist auch ausgegangen und damit dürften wir hier doch rauskommen, oder? Gut so. Wurde das Kraftfeld deaktiviert? Nein, ganz und gar nicht. Hoffen wir, dass das die letzten Kombat des White Forest waren. Naja, wir werden sehen. Wir werden... Ach, das sind Vögel! Oh, ich dachte schon hier die ganze Zeit, was ist hier am Rumquieken und Quarzen. Aber das sind Vögel. Und die sind noch nicht mal draußen, sondern die sind im Spiel. Okay, wir scheinen zumindest eben gerade hier keine weiteren Kommentare zu bekommen. Und euch ist aufgefallen, was ich im Übrigen sehr interessant finde. Alex, könntest du bitte einsteigen? Es wäre sehr, sehr nett von dir. Wo bist du schon wieder? Hm? Komm, pflanze ihn nieder. Alex? Ah, da bist du, danke. Dass die Hilfsenergie nicht mehr mit der Taschenlampenenergie gekoppelt ist. Und wir springen hier runter. Oh, 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 oh. Ja! Coole Aktion! Ja, natürlich kriege ich jetzt die Erfolge nicht für die Lager und so was, weil ich habe diese Erfolge leider schon. Ich habe mittlerweile 53% der Erfolge. Also viel fehlt da nicht mehr. Und ich glaube, hier unten die Straße ist die Straße, die über die wir normalerweise gekommen wären. Das heißt, mit dem Turbo können wir hier wieder wegfahren. Und das ist schön, das ist schön, das ist schön, das gibt Gas. Ich finde den Turbo so klasse. Und den kann ich so oft einsetzen, wie ich will. Oh, da ist noch eins. Hier ist noch ein Lager, hier ist noch ein Lager, Alex. Hier ist noch ein Lager. Und zwar ist hier das Lager. Ein Pfeil nach oben. Wir gucken nach oben und sehen, oben ist ein Käfig oder so eine Auffangstation oder wie man das so auch mal sagen will. Und da sind Sachen für uns drin. Und wir müssen die lustigerweise mit den Steinen, die hier rumliegen und die mich dann auch noch treffen, abschießen. Ja, das Lager ist nicht schwer zu finden, also zumindest wenn man 1 und 1 zusammenzählen kann. Das habe ich auch beim letzten Mal sofort gefunden. Ich hatte nur ein bisschen mehr Spaß gehabt, damit die Steine da hoch zu buxieren. Aber darin bin ich natürlich jetzt geübter, weil ich habe es ja schon einmal hinter mir. So, fahren wir weiter Richtung White Forest. Ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Alex, geh nicht ins Licht. Nein, warte auf mich. Lass uns gemeinsam ins Licht gehen. Und ich finde dieses Navigationsteil richtig, richtig genial. Besonders das, man muss darauf achten, unter dem Navigationsbildschirm steht auch NAV. Also wie Navigation. Total genial gemacht, wie ich finde. Oh oh, was ist hier los? Das klingt nicht gut. Da hast du recht. So, da vorne ist der Weg versperrt, also fahr mal querfeld ein. Was jetzt schon wieder? Ich sehe eine Antenne. Das muss White Forest sein. Ja, wir haben es geschafft. White Forest, White Forest. Wir sind nah genug, um den Rest notfalls zu Fuß zu gehen. Ich will aber nicht zu Fuß gehen. Wo kriege ich hier das Teil auf? Irgendwo ein Hebel? Alex, irgendwo ein Hebel? Siehst du irgendwo ein Hebel? Oh Gott, was bist du denn? Oh, wie genial. Guckt euch das an. Ich habe geschaut. Nein, ein Strider! Was? Wo? Da! Da! Bekämpfe ihn, du schaffst es! Naja, guten Appetit. Der scheint hier so ein bisschen zu kotzen.